Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Was geht ab, meine zuckersüßen Kamelzüchter? Ich hoffe, bei euch ist alles frisch erzählt. Wie geht's eurem 4 Kilogramm Schweinerücken? So sieht der aus. Hat die drüben auch noch ein bisschen Sehne drauf? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch allen geht's gut. Das muss ich immer sagen, damit ich so ein bisschen bodenständig rüberkomme. Bevor es mit dem Video losgeht, ich will euch schon mal eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben, okay? Und zwar folgendes. Heutzutage, wenn ihr auf dem Boden fällt, wir nehmen nicht eure Hand. Wir machen von euch Fotos. Auf jeden Fall gibt es heute mal ein, ich würde sagen, etwas anderes Video auf meinem Kanal, und zwar ein Video mit einer Legende. Und ich sag's euch mal so, das, was ihr jetzt sehen werdet hier im Video, also dieses Format, ne, das macht so in der Form keiner auf YouTube. Aber scheiß erstmal da drauf, wir kommen so wie bei jedem Video erstmal zum Top-Kommentar vom letzten Video, okay? Eine Legende besagt, dass Twix ohne T Wix heißt. Hey, ich hab's mir mit Wix einfach selbst gemacht. Worum geht's jetzt, Leute? Ja, folgendes. Und zwar, ich habe mir ein Format überlegt und das Format wird folgendermaßen sein. Ich hole mir jedes Mal einen anderen YouTuber dazu und wir machen zusammen ein Video, eine Reaction, was auch immer, auf ein bestimmtes Thema oder auf eine bestimmte Person. Aber nicht so 0815, ja, sondern jetzt passt auf, schnallt euch an, haltet euch fest, wir reagieren im Tag-Team-Style drauf. Die, die WWE geguckt haben, die wissen auf jeden Fall Bescheid, und die, die nicht Bescheid wissen, guckt einfach weiter. Unser heutiges Tag-Team besteht aus meiner Wenigkeit und einer weiteren Legende mit dem Namen, komm, stell dich mal vor, Bruder. Hallo Leute, mein Name ist Laso. Es freut mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist mir eine Ehre, der allererste Gast bei Arvin sein Format zu sein. Heute reagieren wir zusammen auf Nicole Dobrowski oder irgendwie sowas, ihr kennt die auf jeden Fall alle. Diplomat. Ich würde sagen, wir zwei gucken uns jetzt einfach mal ein paar Clips von ihr an, okay? Los geht's. Herz auf der Zunge. Los geht's! Gönn, dann kriegst du 100.000 Likes. Oh mein Gott, 100.000 Likes. Okay. Aber bevor ich gönne, muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Wo ist meine Wasserflasche? Wasserflasche. Mein Rücken. Digga, was ist das hier für eine perverse Scheiße? Ohne Spaß, das ist doch nicht mehr normal, ne? Ist doch so klar, dass sie ihren Arsch zeigen will. Nicole, ohne Witz, kannst du mal aufhören damit? Ich hab's satt. Ich hab's wirklich satt, jedes einzelne Video runterladen zu müssen. Meine Festplatte ist langsam voll. Reicht doch irgendwann. Nein, aber Real Talk, was ist das für ein Wasser da hinten, ne? Gönn dir mal Saskia-Wasser so. Das ist einzig wahre. Was gutes Mineralwasser auszeichnet. Guter Geschmack. Hab ja schon viel schöne Schweinefleisch gegessen, aber das ist weit vorne mit dabei. Kurzer Transportweg. Und natürlich... Höllenfeuer. Astagfurala. Allah verflucht diese Frau. Bist du noch Jungfrau? Leute, ich hatte ja vor ein paar Monaten mal ein Video gemacht, wo ich halt gesagt hatte, ja, ich bin Jungfrau. Aber wie gesagt, es war halt vor ein paar Monaten und ich will einfach ehrlich zu euch sein, bevor jetzt irgendwelche Geschichten oder Gerüchte aufkommen. Nein, Leute, ich bin keine Jungfrau. Es ist echt heftig, wie die ganzen Mädels sich heutzutage auf Social-Media-Plattformen verhalten. Ich meine, guckt euch mal an, wie sie ihre Antwort betont, als hätte sie gerade jemand gefragt, ob sie sich geschminkt hat, und sie einfach ganz normal antwortet, nein, Leute, ich habe mich nicht geschminkt. Nein, Leute, ich bin keine Jungfrau. Nein, Leute... Ich wurde leider schon gebumst. Wenn sie wirklich keine Jungfrau mehr ist, dann ist das auch nichts Schlimmes. Ja, ist eine Schande, ist das. Ich meine, wäre ich der Vater, würde ich so reagieren. Machst du es dir oft selbst? Digga, was stellt ihr mir immer für Fragen, Mann? Ab und zu, wenn ich Bock hab, dann mach ich mir halt schon selber. Vorhin zum Beispiel hatte ich schon Bock, mir zu machen. Da habe ich mir halt einfach das Nutella-Brot selber gemacht. Hahaha, ha, ha. So lustig. Versteht ihr? Sie meint das Nutella-Brot. Haha. Ha. Ey, aber ohne Spaß. Ich kann euch versichern, Leute, dass sie es sich safe selbst macht, ne? Also ihr Frühstück. Nein, aber Real Talk, ihr kennt das ja so, bei uns Ausländern ist schon ein bisschen schwer, wenn wir es uns selber machen wollen. Die Deutschen hingegen, die juckt das gar nicht, ne? Die haben wirklich gar keine Probleme damit. Ey, Bro, ich wollte es mir vorhin selbst machen, aber ich konnte einfach nicht. Ich hatte so ein bisschen Schiss, weil du weißt ja, es ist ja haram. Wenn Mensch, so, pack den Lümmel. Ich hab's dir gesagt, lieber locker vom Hocker als hektisch über den Ecktisch. Natürlich weiß ich aber, dass sie mit es sich selbst machen das Nutella-Brot gemeint hat. Hey, Schatz, kannst du mir vielleicht ein Nutella-Brot machen? Ja klar, mach's gleich. Okay, dankeschön, Schatz. Bis gleich. Na, Schatz, bist du fertig? Und ja, Leute, ich bin nicht Jungfrau, ich bin Schütze. Ach, sie meint die Sternzeichen. Die guten alten Sternzeichen. Und ich dachte schon, sie meint damit, dass sie genudelt wurde. Leute, wir sind einfach 1 Million auf TikTok. Ich bin euch so dankbar und sprachlos. Ich kann nicht mehr. Oha, sie freut sich bei 1 Million auf TikTok, wie als hätte sie irgendwie bei Lotto 100 Millionen Euro gewonnen. Digga, so no front, aber sie hat 1 Million Abonnenten auf einer Kinderplattform, wo notgeile Kanaken ihren Wassermelonenarsch sehen. So, was da eine Leistung. Mein Vater würde sich gerade mal so freuen, wenn ich beim Abi einen 1,0 Durchschnitt hätte. Leute, zur Feier des Tages habe ich euch extra einen Kuchen vorbereitet. Nur wo war der, Mann? Ich schwöre, der war hier irgendwo. Nein, nein, oh mein Gott, nein, 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 Digga. Ich habe mich auf den Kuchen gesetzt. Oh mein Gott, Leute, mein ganzer Kuchen ist voll mit Kuchen. Mein ganzer Kuchen ist voll mit Kuchen. Mein ganzer Pimmel ist auch voll mit Pimmel. Willst du kommen und ihn sauber machen? Wieso sieht eigentlich niemand, dass sie immer im Hohlkreuz steht? Leute, das stimmt doch gar nicht. Mein Rücken ist doch voll gerade, oder? Ja, Madame. Können Sie bitte meinen Rücken gerade biegen? Selbstverständlich, Madame. Ah, Leute, mein Rücken, oh mein Gott.
Oh mein Gott, ist das cringe, ne? Digga, was ist los mit denen? Vor allem dieser Typ da, ne? Guckt ihn euch mal an. Ihr wisst, das ist richtig unangenehm, ne? Man merkt das absolut. Vor allem habt ihr gesehen, wie er noch so am Ende leicht auf ihren Grillpfeffer geguckt hat. Du bist so Höllefahr. Die TikToks an sich sind zwar richtig unangenehm, aber noch unangenehmer ist es für die Leute, die da vorbeilaufen, während sie die TikToks machen. Digga, wie peinlich wäre das, wenn ich draußen mit meinen Eltern in der Stadt bin und dann sowas sehen. Digga, oha, was, oh mein Gott, ich habe eine neue Zeitform erschaffen. Was war das, Digga? Fusion aus Präsenz, Praxi, Arschritze. Das wäre richtig peinlich, wenn man so draußen rumläuft und dann sowas sieht, ne? Aber gut, ich sage immer so schön, es geht immer noch eine Stufe höher, also es geht auf jeden Fall viel schlimmer als das. Kann ich mich nicht mal in Ruhe der Körperpflege widmen? Holst du oft Leuten ein? Runter. Also je nachdem, wenn ich halt mit einem Jungen bin und keine Ahnung, wir uns halt gut verstehen und er das halt unbedingt möchte, so dann mache ich das halt auch. Ich meine so, wenn ihr etwas nicht rankommt so, natürlich helfe ich euch dann beim Runterholen. Wisst ihr, was richtig traurig ist? Sie gibt sich so richtig Mühe, dass Leute das glauben, aber safe, keiner hat es einfach geglaubt. Sie dachte auch, wir sind alle so, ach so, sie meint das auch noch runterholen. Die Leute in ihren TikToks sind aber auch absolute Ehrenmänner, ohne Spaß. Würdest du mich daten? Du bist wahrscheinlich zu jung für mich. Aber Alter ist nur eine Zahl. Da hast du auch recht. Ach komm, Schatz, los, zieh dich aus. Du brauchst dich doch nicht zu schämen, wir sind hier doch unter uns, ne? Schön, gönn dir. Bisschen Apfelkuchen, gönn dir. Oh, Digga, deine Hand ist voll kalt, Mann, was ist los? Schmeckt? Schmeckt irgendwie komisch. Sie gibt ihrem Klassenkameraden einfach zum Spaß ihr Hintern. Also ich weiß ja nicht, was für Klassenkameradinnen ihr hattet. Aber meine Klassenkameradinnen haben mir nicht mal ein Radiergummi ausgeliehen. Digga, er holt einfach einen Apfel raus aus ihrem Arsch und isst den. Junge, sag mal, wie schmeckt das Höllenfeuer? Super aromatisches, leckeres Schweinefleisch. Astagfirullah. So war das bei mir damals. Hey yo, Marilyn, krieg ich vielleicht ganz kurz dein Radiergummi? Wieso? Weil ich muss was radieren, ich habe einen Fehler gemacht. Warum hast du nicht deinen eigenen? Ich habe ihn zu Hause vergessen. Warum hast du ihn vergessen? Weil ich nun mal ein ziemlich vergesslicher Mensch bin. Entweder du gibst mir dein Radiogummi oder ich bumst dich. Mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal? Okay, Leute, Storytime von meinem ersten Mal. Ey, das war so cringe. Verurteilt mich jetzt bitte nicht, aber ich war 12. Krass, ja, ich hatte mein erstes Mal auch mit 12, ne? Und nein, das bezieht sich jetzt nicht auf das Alter von mir oder von meiner Partnerin, sondern auf die Anzahl der Tiere. Nein, stopp, stopp, so meine ich das nicht. Okay, natürlich meine ich so. Ich wurde sogar fast... Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dein Ehrengast für die erste Folge zu sein, lieber Arwin. Blende bitte noch einmal für mich den Welche-Soße-Abi-Mann ein. Welche-Soße-Abi! Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da auf dieses Video. Dann wird das Format auch fortgesetzt. Es wird so oder so fortgesetzt, aber ich will trotzdem Likes sehen auf das Video. Also, Leute, deswegen so wie immer nicht vergessen. Und da oben nach oben, da ist ein Abo, wo ihr in den Kommentaren den Quatsch kennt. Tschüss! Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7, so viel hab ich getrieben.